Hä? Ach Er da. kann sich die ganze Zeit entscheiden, was er machen soll. Wahrscheinlich ist er so fasziniert von dem Licht hier. So. Schnell links, schnell rechts. Ja. Aber kurz einen Prozess gemacht. Oh oh. Da ist noch einer. No. Der hat aber jetzt schon Angst. Ich merke das auch schon hier. Komm hier. Komm, komm, komm. Also, ah. Oh. So, noch ein paar Schellen hier. Und Fertig. zack. Zack. So, noch ein paar Zähne. So, jetzt. Ganz schön viele Zähne im Gebiss noch gehabt. Ne? Ich habe es letztens auch, habe ich hier auch an dieser Hütte hier gebaut. Und ich habe genau hier, wo unser Lagerfeuer steht, schon auf der anderen Seite stand hier an, habe ich ein bisschen drauf gehackt. Dann ist er gestorben und dann kam sein Kollege und hat an ihm rumgenagt. Ich werde mal jetzt ausprobieren. Ich werde jetzt zwei Stück Fleisch auf den aufs Feuer legen und dann gucke ich, ob Ja. du die auch unternehmen kannst. Ja, gucken wir mal, das ist eine gute Idee. Ich glaube aber. Ich glaube Wäre es. vorteilhaft. Ja, das stimmt. Aber es gab in den letzten. Als der Multiplayer rauskam, konntest du auch über diesen. Gab es hier diesen Dry Rack, also hier den, die. Wie heißt das auf Deutsch? Trockenstelle, Trocknungs. Weißt Ja, du, das ist. wo die Ich Tiere habe das ran eins kannst? gegessen. Kannst du das andere essen? Nee, ich seh nicht mal eins, dass ich das drauf liegt. Nee. Aber ich leg mal mein Fleisch auch nochmal drauf. Okay, weil von hier kann ich es nämlich essen. Ich seh's auch gar nicht drauf. Also, dass du es drauf Dann gelegt hast. sehe ich auch nicht. Na, Achso. schade. Ja. Ja, es wird in den nächsten Patches bestimmt auch nochmal kommen. Nur. So ein bisschen Mit Optimierung. Faust ist ja relativ schnell beim Patchen. Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wann das nächste Patch rauskommt. In 17 Tagen. Sehr gut, ja. Liegen ja eigentlich irgendwo noch Holzklötze rum? Ich glaube es fast nicht, nein. Können wir mal gucken, warte mal. Ich finde es aber lustig, wie manche Körperteile einfach leuchten. So, als ob die so sich, als ob sich irgendwas spiegeln würde. Ja, aber hier liegt eine Flare rum. No. Witzig. Warte mal. Können wir gleich mal entzünden hier. Ich laufe mal ein bisschen hier rum und gucke, ob ich. Boah. Guck, ob ich irgendwie noch ein Stämmchen sehe. Ja, ich hack den einen Baum hier schon mal Hier ist entweder Blut oder Kot. Wo? Warte mal. Hier bei mir auf dem Boden. Oh, hier sind, warte mal, ist das ein giftiger Pilz hier? Ja, das ist Sieht ein sehr giftiger schön Pilz. aus. Erstmal muss ich deinen Namen. Ach, da hinten bist du. Warte. Nee, das ist Wasser, ist das? I, ich hab's irgendwie gerade mit E benutzt, jetzt Ach, bin ich das ist der dreckig. Schlamm. Das ist der Schlamm, damit kannst Das du. sich tarnen oder was? Ja, Tarnung und ein bisschen den eigenen Geruch verdecken. Ist übrigens ein Tümpel. Ah, sehr gut, da können wir da Direkt. angeln? Moment, Da ich Fisch guck mal, ob drin? ich hier einen Fisch sehe. Also, nur weil du keinen Fisch schießt, heißt das nicht, dass ich keinen sehe. Ja, das ist Immer, manchmal. also vom Aussehen her schon. Und Okay. dahinter ist auch direkt dieses Lager von denen. Ja, die sind aber heute Nacht bestimmt nicht unterwegs. Hast Oh. du auch gerade den Blitz gehabt? Ja. Okay, dann ist das auch gleich. Ja, aber auch nicht immer. Okay. Müssen wir mal kurz abwarten, wenn gleich irgendwie Donner kommt. Ich glaube, der eine Baum. Ich habe in die andere Richtung geguckt, also er ist falsch gefallen. Ja, ich glaube, Also, der. einen habe ich, aber die anderen sind irgendwie weg. Mist. Ja, ich sehe die anderen auch nicht leuchten hier. Ja, schade, ich habe in die andere Richtung geguckt. Also eigentlich in die Richtung, in die er fallen sollte. Kann man die Flare eigentlich auch werfen? Ja, mit G, Ah, cool. glaube ich, ja. Ui. Dann leuchtet die ein bisschen und Es gibt ja auch diese Höhlen, wo du mit diesem Seil runterklettern kannst. ja. Ach stimmt, ja, ich habe davon gelesen, aber irgendwie noch keine Soeben gesehen. bevor die Aufnahme, bevor wir angefangen haben, war ich in so einer Höhle. Ach so, okay. Nicht, dass ein Safe-Game jetzt überschrieben ist. Ja. Gibt es da Ne, ich habe neu irgendwelche? angefangen. Ach so, okay. Gibt es da irgendwelche besonderen Sachen drin? Du kannst da die Flare Gun finden. Ah, okay. Ich war, früher war ich auf dem Boot. Ja, die spawnt, meine ich, auf dem Boot und in der Höhle. Ich bin mir aber nicht Ach mehr so. sicher. Aber ich glaube, es ist auch Zufallsprinzip. Ja, und man kann halt die Mutanten finden. Die vierbeinigen, ne? Oder? Ja, oder die 7000-Eimigen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich die schon mal gesehen habe irgendwo. Ich glaube schon. Kommen ja, also die kommen, wenn man 11 Tage überlebt hat. Ach was, da kommen die raus, oder? Dann suchen die dich auch auf der Insel heim. Ah. Ja, Und die müssen können wir. auch diese Verteidigungswelle einreißen.
Ach, ja, und drüber springen, ne? Oder? Ne, das war im Trailer, also das fand ich, das sieht total geil aus. Ja. Ja, ist echt schon gut gemacht. Na, mal gucken, ob wir überhaupt irgendwie 11 Tage überleben. Und ob die Multiplayer überhaupt kommen. Das ist ja die andere Frage nochmal, ne? Ne. Weil mit dem Singleplayer über 11 Tage überleben ist ja nicht das, nicht die große Schwierigkeit eigentlich. Wobei ich ja auch schon geschafft habe, irgendwie 0 Tage zu überleben. Ich auch. Aber das ist ja auch Ich nicht wurde auch schwer. mal von einem Hai gefressen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Die sind immer dann so ziemlich spät gespawnt, das heißt, ich hatte keinen. Oh, da kommt eine große Truppe. Was? Wo? Warte. Da mit der Lampe. Ich sollte mal Oh. kurz ein bisschen weggehen vom Lager und uns verstecken. Ja. Ja, ich nehme mich mal hier irgendwo hin. Das Lustige ist, wenn man rennt in den Dunkeln und sein Licht nicht anmacht und dann irgendwie ein Loch unter einem ist, wo man so runterfällt, wäre man eigentlich verloren. Ja. Das stimmt. So, ich guck mal, ob sie. Wo sind die denn jetzt hin? Ich finde das Spiel also für eine Early Access ziemlich gut eigentlich. Also was das schon vorhanden ist. Ja, vor allem, also die implementieren auch ziemlich schnell, finde ich. Also kommen Ja. immer, eigentlich mit jedem Update kommen irgendwelche guten Sachen dazu. Ich finde es auch Jetzt. cool, dass die Eingeborenen immer diese Patrouillen machen, die hier übers Land ziehen. Ja. Ja, und vor allem, wenn du sie einmal ärgerst und einer von diesen Speeren den Weg zurückfindet, dann kommen die in der Nacht mit richtig großen Truppen an. Weil sie wissen schon, wo sie suchen müssen. Sind die weg? Ja, Ja, ne? die sind da ganz, ganz hinten. Also ich sehe das Licht noch ein bisschen. Ja, ich auch, die schreien auch. Also hast du sie gerade schreien gehört? Ja, ne? Ja, aber so ein bisschen leiser. Ich finde Ah, es auch okay. cool mit den Schreien. Das macht einfach voll Panik. Ja. Das stimmt, ey. Wenn die Musik bedrohlich wird, hast du Ich glaube, meistens. sie haben es gesehen, oder? Sie rennen gerade. Echt? Also sie haben gerade geschrien und sind dann irgendwie so im Kreis gelaufen. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu uns kommen oder nicht. Also ich will es mal nicht hoffen. Nee, ich glaube aber nicht. Warte mal. Hast du eigentlich gesehen, was für einen kleinen Baum ich gerade abgeholzt habe? Ja, da waren die Stämme nachher größer als der Baum an sich. Ja. Vor allen Dingen sind da vier Stämme rausgekommen. Das ist ja noch das Beste gewesen daran. So, warte mal. Können wir den hier auch? Ne, das ist nur ein kleiner Platzieren noch Busch. so ein paar Lichter um unser Haus. Ja. Ich will ein bisschen was sehen. Ach, da hinten laufen sie irgendwo. Warte mal. Boah, liegt immer so viel Kram auf dem Boden, was man einsammeln kann. Ja, ich weiß auch nicht. Es gibt doch bei DayZ auch diesen wunderbaren Loot-Bug, ne? Ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen hier dran. Oh, hier liegen noch ein paar Arme. Oh, doch, da hinten sind sie. Sie haben uns gesehen. Sie kommen. Weg Echt? hier! Oh, Mist. Ja, ich verstecke mich auch mal eben. Ich laufe zum Flugzeug zurück. Ich weiß, den Weg zum Flugzeug habe ich gar nicht mehr. Oh, die sind mir alle hintergerannt. Warte, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Stück. Hups. Hilfe. Ich lock sie mal weg. Ja. Ah. Ich bin am Fluss, ich habe aber keine Ausdauer mehr. Ich muss jetzt reinspringen. Warte, 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 warte. Ich versuch mal. Ich versuche die mal mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Oh, ich glaube, ich habe Okay, mich ich bin im verschluckt. Flugzeug drin. Ah, ich sehe. Ach, wir sind beinahe gar nicht so weit weg. Hier kommen sie gar nicht rein, wenn ich mich recht entsinne. Darauf würde ich nicht wetten. Na. Ich schleiche mich von hinten an. Aber die Lampen funktionieren noch hier drin. Okay, ich sehe sie hier unten rumwuseln. Ja, ich guck mal, dass ich mich so ein bisschen anschleiche hier. Ah, ich habe eine Taschenlampe. Boah, das sieht voll gruselig aus. Mit der Taschenlampe. Na. Warte mal, ich bin schon in der Nähe vom Flugzeug. Ah, ich sehe deinen Namen da hinten. Ja, ich versuche dich mal Boah, wegzusnipen. das sind mega viele. Ich Der glaube. richtig belagert. Ah, ich habe ja einen Bogen. Bestimmt, du kannst sie einfach erschießen von da oben. Ich treffe keinen Mist. Ich glaube, der Bogen geht einfach durch die durch. Echt? Also ich Oh. müsste eigentlich treffen, aber irgendwie. Die wollen nicht getroffen werden. Nein, der Bogen geht einfach durch. Aber ich kann einen Molotow bauen. Stimmt. Die kann ich auch bauen. Die Richtig. treffen. Ja. Hui, brennen. Oh, toll, jetzt habe ich das Flugzeug getroffen. Keine Sorge, wenn du stirbst, dann spawnst du im Flugzeug. Oh, ich hab ein bisschen weit Spawne ich dich gebraucht. dann eigentlich in der Höhle? Nee, du spawnst im Flugzeug. Also im Multiplayer Ach spawnst du im cool. Flugzeug. Aber nur einmal, denn dann ist es vorbei, oder wie? Nee. Du kannst beliebig oft sterben.
Dann ist das ja mit den Überleben voll sinnlos. Dann kann man ja eigentlich am Stück die ganze Zeit sterben, bis die 11 Tage rum sind. Ja, eigentlich schon. Ich kann aus dem Flugzeug gar nicht rauswerfen. Und jetzt haben sie sich taktisch neben dem Flugzeug positioniert, damit ich sie gar nicht mehr treffen kann. Ja, ich versuche mal, warte mal. Ich versuche die mal zum Flugzeug hinzuloggen. Die sind auch irgendwie. Ah, da hinten Hallo. bist du. Wow. Wow, Alter, wie viel sind denn hier, ey? Ne, oh, es wird hell. Ja. Ah, Oh, das sind ich häng richtig im Sch. viele hier. Nein, 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 nein. Okay, ich komm, ich springe jetzt raus und versuche zu dir zu kommen. Boah, ich habe gerade in der letzten Sekunde noch Medizin genommen. War schon alles schwarz Ich und habe, glaube ich, dunkel. gar keine. Ah, doch, du müsstest auch Medizin haben. Ich hau euch kaputt. Alter, was? Ich glaube, ich habe eine getötet. Ja, eine ist tot. Alter. Und die Kollegen werfen sich auf den Boden und fressen erstmal ein bisschen. Ja, die haben Hunger. Die wollten eigentlich uns fressen. Ja, jetzt bin ich tot. Mist. Nein. Nein! Ich habe es nicht mal geschafft, Feuer zu machen. Days survived, einer. So, jetzt bin ich doch schon wieder direkt. Boah, hier sind jetzt noch mehr, das sind doppelt so viele. Echt? Vielleicht soll ich warten, bis du weg bist. Die vermehren sich am Stück, habe ich das Gefühl. Okay, ich gehe jetzt in deren Lager re rein. Wenn ich dann Ja. sterbe, spawne ich ja neu, dann wissen ja nicht mehr, wo ich bin. Eigentlich sollten die es ja nicht mehr wissen, ja. Hier fliegen Tische umher. Oh. Da läuft schon wieder einer rum. Ich hoffe, dass ich mein Inventar hier noch kriege. Ah, sehr schön, ja. Alles bekommen, was ich in meinem Inventar hatte. Oder auch Ich nicht. hoffe mal, ich lock sie gerade weg. Oh, jetzt bin ich auch hinüber. Du musst aufpassen, du kriegst irgendwie nicht mehr ganz so viel. Es dauert aber, bis man neu spawnt bei mir. Ja, genau, dauert ein. Ach so. Ja, jetzt kann ich hier schnell restarten. Boah, das ist Days Survive 0, das ist dann so hell im Gegensatz Wieso zum Days Rest des Survived Bildes. 0? Bei mir stand Days Survived 1. Bei mir stand 0. Hä? Oh, mein Okay. Inventar ist weg. Ja, du musst zu deinem toten Körper hinlaufen. Und da Der sitzt kriegst. in deren Lager. Das ist so schön. Ja, dann kriegst du aber wenigstens ein paar Sachen wieder. Also du kriegst anscheinend auch nicht Na. alles. Ey, jetzt bin ich schon wieder hinüber. Ey. Das gibt's doch nicht. Dann warte ich mal hier im Flugzeug. Ja. Das Problem ist, Ja, wir können ja ohne Axt noch gar nichts machen. Wir können es ja nicht mal wehren. ich hätte die Axt ja schon wieder gehabt eben gerade. Aber jetzt, also wenn wir sofort neu starten, kann man ja nichts machen. Ich bin hier vorne. Hallo. Ja, ich bin auch wieder hier. Wir sind gerade frisch Du abgestürzt. hältst die Hände total komisch. Ah, jetzt wieder hältst du Ja. die normal. Ich habe Ja. gerade, das ist dieser, weißt du, diese Anfangsanimation, wenn du da dein Blut Ach siehst. ja. So, die belagern uns jetzt da hinten total. Ja, da wo unsere Leichen liegen. Ich bin jetzt einfach außen rum. Das wäre eine gute Idee, ja, aber wir kriegen ja unsere Sachen noch nicht wieder. Also da, wo die jetzt gerade rumstehen, da liegt mein Körper. Wir kriegen auch unsere Ausdauer nicht wieder, um da durchzurennen. Stimmt. Ich habe auch nichts im Inventar. Ich habe ein Feuerzeug und einen Zahn. Ja. Immerhin. Ah, aber du kannst eine Sneak Attack machen. Ich weiß nicht, ob es noch geht oder ob sie es schon wieder rausgenommen haben. Aber du kannst, wenn du einen Stein hast, kannst du dich von hinten an ihn anschleichen, sollst sie angeblich mit Habe ich einem mal in Hit. deinem Video gesehen, das hat nicht ganz geklappt. Nee, stimmt. Verdammt. Ja, schon ertappt, ey. Also es sollte angeblich funktionieren, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ja, die laufen gerade hier rum. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Ich schleiche hier gerade durch den Wald. Achso, du schleichst durch den Wald, ja. Ich laufe hier wie so ein Besenkter hier. Ja, ich schleiche hier so ein bisschen in deren Lager jetzt und hoffen, dass sie mich, wenn dann sehr spät erst entdecken. Ja. Ich guck mal, ob die noch eben an meiner Leiche da rumstehen. Warte mal. Ich bin gleich da. Das Problem ist, ich kann da gar nicht rennen, weil ich ja null Ausdauer habe. Warte mal. Aber ich habe eine Waffe, und zwar einen Stock. Sehr gut. Früher war auf dem Flugzeug auch mal das Logo einer sehr bekannten Airline drauf. Ah, man kann doch auch irgendwie das Cockpit finden irgendwo. Angeblich ist es wieder rausgenommen worden, aber. Also ich Wir meine sind in deren letztens. Lager und hier ist niemand. Cool. Okay, das ist natürlich praktisch. Oh, hier liegt ein. Hä? Kann man die nicht mehr aufsammeln hier? Doch, jetzt. Boah, ich wurde gerade richtig zugespammt mit gefundenen Items.
Ja, aber du hast nicht alles wieder. Warte mal. Aber das Wichtigste. Okay, mein Bogen ist weg. Ja. Ich habe was viel Besseres gefunden dafür. Was denn? Warte, ich komme. Warte, warte, warte. Ich habe den Stab der Macht gefunden. Oh. Ja, hat da einer liegen lassen. Und damit kriegt man noch Koffer auf. Da ich habe einen Molotow. Ah, sehr gut. Ich habe einen Snack gefunden, so. Wir müssen unser Haus zurückerobern. Ja. Warte mal, erstmal lass uns kurz mal die Koffer nochmal schnell aufmachen. Damit wir nochmal ein paar. Vielleicht finden wir noch Medizin oder sowas. Immerhin haben sie den Pack rausgenommen, dass wenn man das Molotow von der Hand hat, das dann wechselt, dass es dann nicht auf den Boden fällt. Ja. Das ist auch einer der nervigsten Bugs. Übrigens, da sind wieder ein paar Leute. Ich glaube, wir sollten gehen, bevor die ja, uns sehen. Ja, ich komme. Zu sprinten? Ich nehme mich nicht. Ich hatte noch ein bisschen Ausdauer von dem Snack, den ich gerade gegessen habe. Aber meine Leben sind fast wieder voll. Das ist gut. Echt? Wie hast du das denn geschafft? Ich habe keine Ahnung. Yay, wir haben es geschafft. Juhu. Hat sich gerade angezündet. Ja, ich glaube schon. Oh nein. Ich habe ein Fleisch bekommen. Das kann ich ja gar nicht geben. Nee. Ich wäre fast... Wenn ich das Equipment und dann auf dich... Nee. Ah doch, ich hab's die Hand genommen und dann G gedrückt. Guck auf den Boden. Warte. Warte, warte, warte. Ich sehe es aber auf dem Boden hier nicht rumliegen. Ist doch hier direkt. Nee. Anscheinend. Schade. Warte mal. Nee. Ich bin gerade drüber gelaufen, habe versucht, das irgendwie aufzusammeln, aber irgendwie hat das nicht so geklappt, wie sollte. Boah, die stehen da schon wieder, die Typen. Wo? Da zwischen den Bäumchen. Ach da, jetzt sehe ich sie, ja. Oh, da kommt der Schrei. Ja, ich nehme auch mal meine Axt wieder hier. Ah, die laufen weg. Wenn wir jetzt keine Bäume fällen... Hier liegt noch ein Ast, den haben wir wahrscheinlich letzte Nacht nicht entdeckt. Ich nehme mal mit. Oh, ein Ast? Das ist aber ein großer Ast. Ah, ich glaube, jetzt können wir wieder fällen. Warte mal. Ich brauche immer eben das Fleisch, damit ich wieder Ausdauer regenerieren kann. Stimmt. Oder geht das überhaupt mit Fleisch oder nicht? Ich hoffe. Doch, mit Fleisch müsste es auch gehen. Ich brauche dringend Leben wieder. Da lag ja vorhin oder gestern so viel Medizin auch irgendwie rum. Das Feuer geht an und ist dann sofort wieder aus. Okay. Ja, es regnet doch überhaupt nicht. Hui. Das war ziemlich laut mit dem Baum. Fliegende Baumstämme. Ja, aber das Gute ist, wir brauchen noch 7 Stück, dann haben wir unser Baumhaus zumindest fertig. Jetzt brauchen wir noch 5, da liegen noch 2 rum. Hab ich dir die geklaut? Ich war fast da. Ja, ich verstehe. Anscheinend habe ich mehr Ausdauer als du. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe 0, das ist das Problem. Wieso hast du denn schon wieder... Achso, naja. Du hast doch eben gerade noch voll gehabt, oder nicht? Nein, ich war gestorben. Ich hatte volle Leben. Ah, okay. So, jetzt habe ich aber alles voll nach dem Fleisch. Jetzt habe ich ja... Das Rehfleisch bringt für Amazon ziemlich viel. Ja. Ich habe gar kein Fleisch hier, Mist. Oh, ein Vogel. Ich kann auch noch Füße braten von denen. Fleischbraten von denen? Ne, Füße dachte ich. Oh, konnte nicht. Man? Nee. Sieht ein bisschen witzig aus. Wäre auch irgendwie eklig. Ja. Das kannst du bei... Nee, ein Arm. Aber ich betatsche dich mit der eigenen Hand. Ich habe auch eine. Hier, komm, lass uns mal High Five machen hier. Mit den eingebundenen Händen. Hey, klatsch. Yeah. Ja, wenn das die Eingeborenen sehen, ey. Weil die denken auch, wir sind bescheuert. Ja, ja, stimmt, ey. Ich glaube, wenn wir den Baum hier fällen, dann haben wir es auch schon, dann haben wir das Baumhaus fertig. Au! Du haust mich gleich tot, das weißt du, ne? Oh. Noch einen Schlag, ich bin tot. Okay, dann gehe ich mal lieber. Nee, mach du mal ruhig weiter. Du hast keine Ausdauer mehr, ne? Nee, ich habe keine Ausdauer mehr, richtig. Was habe ich jetzt angezündet damit? Nichts. Boah, wie viele kamen da raus? 4 Stück. Achso. Das ist schon ein bisschen abgefahren. So, einen brauchen wir noch, dann ist das Baumhaus fertig. Tada! Sehr gut. Also, wir bauen eine Treppe und dann hängt da ein Seil. Ja, ach so, da ist ein Seil hier.
Ja, werden wir jemals dieses Baumhaus da oben erreichen oder nicht? Dies und mehr sehen wir dann in der nächsten Folge von The Forest. Wenn euch das Video gefallen hat, da unten gibt es Kommentare, da könnt ihr gerne reinschreiben, wenn ihr Fragen habt und natürlich auch gerne Daumen hoch einmal für das Video, da freuen wir uns sehr drüber. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns sehr gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, sagt Florian von Let's Multiplay.